Ich möchte beginnen mit Dr. Sandra Koster. Sie beschäftigt sich in der Forschung mit interkulturellen und interreligiösen Begegnungen. Sie hat Geschichte und Soziologie an der Universität Stuttgart studiert, promovierte an der Universität von Sydney und ist seit Mai 2010, akademische Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen, Frau Dr. Kostner. Professorin Dr. Jasmin Mahadevan bezeichnet als ihre Forschungsschwerpunkte das Zusammenspiel von Kulturen und Identitäten in heutigen komplexen Lebens- und Arbeitswelten. Seit 2009 lehrt sie an der Hochschule Pforzheim als Professorin für internationales Management im Wirtschaftsingenieurswesen. Es ist übrigens der erste interkulturelle technische Studiengang in Deutschland. Seien Sie uns willkommen. Manfred Steele ist als Vertreter der Ministerin zu uns gekommen, der Ministerin für Integration in Baden-Württemberg. Er war 20 Jahre, ich glaube, ich liege richtig, als Dezernent beim Städtetag Baden-Württemberg tätig und weiß, das weiß ich nun, sehr, sehr genau, wie sich die einzelnen Kommunen mit den Grundsatzfragen europäischer Politik beschäftigen und was sie leisten, was sie können und was sie tun. Er ist also wirklich ein Mann, der ganz tief in der Materie drin ist. Herzlich willkommen, Herr Steele. Dr. Karl-Heinz Meyerbraun ist Integrationsbeauftragter des SWR, also des Südwestrundfunkes. In Büchern, Rundfunksendungen und Publikationen weist er darauf hin, dass Zuwanderung sozial und ökonomisch sinnvoll erscheint und für die in Deutschland lebenden Migranten mehr getan werden muss, damit Integration besser funktionieren kann. Guten Abend, Herr Meyerbraun. Gary Pavkovic ist Leiter der Integrationsstelle der Stadt Stuttgart, der Landeshauptstadt. Dort gilt die Integrationsarbeit als vorbildlich. Da können wir dann vielleicht noch was lernen als Pforzheimer. Er engagiert sich über das hinaus auch für humanitäre Projekte während des Krieges in Bosnien-Herzegowina. Guten Abend. So, wir hatten abgemacht, dass jeder der Teilnehmer auf dem Podium ein kurzes Statement zum Thema heute hält. Also was brauchen wir für eine interkulturelle Gesellschaft und was, glaube ich, auch noch ganz interessant ist, wo stehen wir heute? Ich würde gerne mit Ihnen beginnen, Frau Dr. Kostner. Okay. Ja, aus meiner Sicht kann Deutschland, ich muss ja mit Mikrofon sprechen, Entschuldigung. Aus meiner Sicht kann Deutschland im Moment als Integrationsland bezeichnet werden. Ein Land, das sich lange geweigert hatte, sich als Einwanderungsland zu sehen, hat dann das Bekenntnis zum Einwanderungsland abgelegt. Aber wenn man sich die Realität anschaut, ist Deutschland eigentlich viel mehr Integrationsland, weil wir ja eigentlich keine gezielte Einwanderungspolitik betreiben, aber nur eine sehr gesteuerte Integrationspolitik eingeleitet haben. Auch diese Integrationspolitik kann man vor allem als nachholende Integration sehen, wo es vor allem darum geht, auch Deutschland zukunftssicher zu machen, unter dem Vorzeichen des demografischen Wandels, also Sicherung der Sozialsysteme und auch Fachkräftesicherung für die Zukunft. Was die Integrationspolitik betrifft, kommen kulturelle Aspekte eigentlich relativ selten wirklich zum Tragen. Wenn, dann geht es vor allem darum, dass man die kulturelle Diversität dann auch für die Wirtschaft nutzbar macht. Aber kulturelle Aspekte im Sinne von interkulturellen Begegnungen, interkulturellen Beziehungen werden bisher aus meiner Sicht von der Politik noch zu sehr vernachlässigt. Diese interkulturellen Beziehungen bestehen natürlich in Deutschland von unten, da die Personen sich begegnen, die Lebenswelten zusammentreffen, aber von oben könnte da durchaus noch mehr an Impulsen gesetzt werden, dadurch, dass entsprechende Diskurse eingeleitet werden und auch Programme entsprechend eingeführt werden, die ein ganz klares Bekenntnis dazu ablegen, dass sich in Deutschland es um eine interkulturelle Gesellschaft handelt
und dadurch auch die interkulturellen Verbindungen, die von unten geschaffen wurden, sind schon noch verstärkt werden, deutlich mehr wertgeschätzt werden noch und dass sie auch einfach zur Normalität im Einwanderungs- und Integrationsland und letztendlich auch der interkulturellen Gesellschaft Deutschlands werden. Dankeschön. Frau Mahadevan, bitte. Ja, die Frage ist, was brauchen wir für eine interkulturelle Gesellschaft und wo stehen wir? Da möchte ich eigentlich sagen, ich glaube, wir sind eine interkulturelle Gesellschaft. Ja, die Sache Migration, Integration, Diversität, ich denke, wenn wir hier in diesem Raum uns umsehen, dann sehen wir Interkulturalität. Kultur, kann man sagen, ist ein Gefühl von, wie wir die Dinge eben machen. Das wird gelernt. Jeder von uns hat unterschiedliche Prägungen und es gibt immer wieder das Auftreten von unterschiedlichen Wegen, wie wir die Dinge machen, die zusammenkommen. Wenn ich jetzt in meine eigene Biografie sehe, dann habe ich einen Vater, der aus Indien nach Deutschland kam, eine Mutter, die in Magdeburg geboren ist, eine polnische Großmutter und ich bin Deutsche. Deswegen wäre meine Antwort auf diese Frage, ich glaube, wir sind eine interkulturelle Gesellschaft und was wir vielleicht brauchen, ist der genaue Blick auf den Einzelnen. Also weg von, das wäre meine Antwort, großen Kategorien von wir, die anderen, diejenige Gruppe, sondern wirklich in Interaktion treten und kommunizieren. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich versuche in meiner Tätigkeit an der Hochschule zu machen, wo wir auch einen Kompetenzschwerpunkt Diversität und interkulturelles Lernen haben. Herzlichen Dank. Herr Meyer-Braun, übernehmen Sie das Mikro. Ja, sehr, sehr gerne, vielen Dank. Ich habe natürlich eine ganze Menge, einen Katalog von Forderungen an die Politik, das ist ja das Thema, die hoffe ich im Laufe des Abends loszuwerden. Was mich aber doch heute an dem Tag am meisten bewegt, ist wirklich nochmal so ein Klassiker und die Aktualität. Sie kennen das ja sicher, dieses berühmte Wort, das in allen vielen Reden zum Thema immer gehalten wird. Wir haben Arbeitskräfte gerufen und. Von Max Frisch, 1965, der Schriftsteller. Er hat aber dann, was er wörtlich gesagt hat, ist ein bisschen ausführlicher. Er sagt, ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr, man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Sie fressen den Wohlstand nicht auf, im Gegenteil, sie sind für den Wohlstand unerlässlich. Soweit also Max Frisch. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt für Politik und Gesellschaft, Menschen, Menschenwürde. Und das hat heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe unterstrichen und, glaube ich, eine ganz grundsätzliche Sache nochmal deutlich gemacht, in diesem Sinne von Max Frisch, es geht um Menschen, egal woher sie kommen und warum sie hier sind und ob wir sie geholt haben oder ob sie als Flüchtlinge hier sind, denn das Bundesverfassungsgericht hat ja gesagt, dass es ist verfassungswidrig, die Sozialleistungen für Asylbewerber, das Existenzminimum ist nicht gewährleistet, sehr deutliche Worte, eigentlich eine Ohrfeige für die Politik, nämlich die Berufung auf Artikel 1 des Grundgesetzes des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist. Und dieses Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik aufhalten, gleichermaßen zu, sagt wörtlich das Bundesverfassungsgericht. Migrationspolitische, und jetzt kommt die Politik, migrationspolitische Erwägungen, die Leistungen an Asylbewerber und Flüchtlinge niedrig zu halten, um Wanderungsbewegungen zu vermeiden, sind nicht zu rechtfertigen, sagt der Vizepräsident des Gerichts Ferdinand Kirchhoff. Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren, sagt er wörtlich weiter. Also Menschenwürde, Menschlichkeit und Menschen und Politik, glaube ich, das müssen wir immer doch berücksichtigen und sehen. Und das ist auch eine Sache, die aus meiner Beobachtung leider manchmal auf der Strecke bleibt. Und wenn das auf die Fahnen geschrieben würde, dann wären wir schon sehr weiter. Die restlichen Forderungen konkreter Art in der Politik später. Dankeschön. Herr Stehle, das Ministerium, was versteht es unter einer interkulturellen Gesellschaft? Ja, vielen Dank. Was heißt das? Zunächst auch Dank an Sie, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Freut uns als Integrationsministerium, ich bin als Vertreter hier heute ganz besonders. Das zeigt, dass das Thema doch auf starkes Interesse hier in der Stadt Pforzheim stößt und ich denke auch zu Recht. Ja, interkulturelle Gesellschaft und Integration, denke ich, bedingen sich gegenseitig. Und Integration ist für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes und für den sozialen Zusammenhalt in unseren Städten und Gemeinden von grundsätzlicher Bedeutung.
Und interkulturelle Gesellschaft heißt für uns, dass sich Menschen unabhängig von ihrer Herkunft ohne Vorurteile begegnen. Ich denke, darauf kommt es ganz besonders an. Und dies setzt einen Lernprozess voraus, bei dem sich alle ein Stück weit öffnen und verändern. Wir müssen uns bewusst werden, dass unsere eigene Sicht der Welt immer auch eine sehr begrenzte ist. Vielfalt ist keine Bedrohung, sondern Grundlage und Voraussetzung für unsere Zukunft in einer globalisierten Welt, die, wie Sie wissen, keine sprachlichen, kulturellen und auch ökonomischen Grenzen mehr kennt. Wir jedenfalls verstehen Vielfalt vor allem als eine Chance. Kulturelles Miteinander als elementarer Bestandteil einer interkulturellen Gesellschaft setzt entsprechend Verständnis für den anderen voraus. Und dies erfordert zuallererst interkulturelle Erziehung und Bildung. Wer als Kind lernt, Anderssein zu achten und zu respektieren, der ist später weniger anfällig für Parolen der Ausgrenzung oder gar des Hasses und der Gewalt. Dritte These: Ob Integration gelingt, ist nicht entscheidend eine Frage von Programmen und Konzepten. Integration muss vielmehr gewollt sein und sie muss im Alltag, in der Gemeinde, in der Stadt konkret gestaltet und gelebt werden. Dies ist im Übrigen auch eine wesentliche Erkenntnis der Studie Gelebte Vielfalt, die Frau Ministerin Önay vor kurzem der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Ich denke, Sie haben davon gelesen. Wichtig, ja unerlässlich, ist das tägliche Miteinander in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, im Verein. Dort müssen wir den Migranten zeigen, dass wir sie brauchen, dass sie bei uns willkommen sind. Und zur interkulturellen Gesellschaft gehört, dass alle Kinder, unabhängig vom sozialen Status und von der Herkunft der Eltern, gleiche Chancen auf Bildung und Beschäftigung bekommen. Was wir dahingehend konkret unternommen haben, in die Wege geleitet haben, kann ich ja nachher in der Diskussion bei Bedarf noch ausführen. Wichtig ist mir auch noch der Hinweis, dass zur interkulturellen Gesellschaft Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe gehören. Mit einer Einbürgerungskampagne, für die Frau Ministerin Önay vor kurzem den Startschuss gegeben hat, wollen wir ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ermutigen, sich einbürgern zu lassen. Denn dann erst haben sie alle Rechte und Pflichten eines Staatsbürgers. Wir stellen erfreulicherweise zwar steigende Einbürgerungszahlen fest, gemessen an den bestehenden Ansprüchen sind sie aber immer noch zu wenig. Zur interkulturellen Gesellschaft gehört auch, dass die öffentliche Verwaltung, dass sich der öffentliche Dienst insgesamt stärker für Migrantinnen und Migranten öffnet. Dies gilt auch für gesellschaftlich relevante Organisationen wie Vereine und Verbände. Sie alle sind kein Spiegelbild unserer internationalen Gesellschaft. Schließlich, weil wir hier in einer Stadt sind, in der Integration auch gelebt wird, in der Integration einen hohen kommunalpolitischen Stellenwert hat, will ich abschließend noch darauf hinweisen, dass auch das bürgerschaftliche Engagement unabdingbar ist für die interkulturelle Gesellschaft und Integration bietet viel Raum für bürgerschaftliches Engagement für Migranten mit Migranten. Damit will ich es zunächst belassen. Dankeschön. Herr Pavkovic, interkulturelle Gesellschaft, was bedeutet das für Sie? Ich tue mir mit den Begriffen schwer. Also wir haben ja große Wanderungsbewegungen überall in Europa, ob von Istanbul bis Helsinki, haben wir Einwanderungen. Das heißt, die Städte sind angewiesen auf Zusammenleben von alteingesessenen Zugewanderten. Und die gute Nachricht ist, das funktioniert relativ gut hier in Baden-Württemberg, in Pforzheim. Pforzheim hat einen höheren Migrantenanteil an der Gesamtbevölkerung als Stuttgart. Und wenn Zusammenleben im Alltag funktioniert, im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein, im Arbeitsplatz, in der Hochschule, wenn Sie einkaufen beim ausländischen Unternehmer,
dann erleben Sie das erstmal als Selbstverständlichkeit. Das heißt, wenn Integration funktioniert, ist es der Normalfall auch medial unaufgeregt und nicht interessant. Wir müssen trotzdem noch einiges tun, damit eine multikulturelle Gesellschaft, hat man früher gesagt, eine Einwanderungsgesellschaft, eine integrative Gesellschaft wird. Also was ist interkulturelle Gesellschaft? Das heißt, die Menschen sind kreativ im Austausch untereinander. Ich würde sagen, in Toronto haben wir eine interkulturelle Gesellschaft. Da fragt niemand nach der Herkunft, wo kommst du her, sondern was machst du, was können wir zusammen machen. Und im Schwäbischen gibt es auch diese, sage ich mal, bodenständige Toleranz, im Badischen auch. Dass außer für die Schwaben. Dass wenn man etwas leistet, gehört man dazu. Die schlechte Nachricht ist, wir haben noch einiges zu tun. Wir sagen in Stuttgart, es gibt die drei großen BD, wo wir noch einiges tun müssen, Bildung, Beschäftigung und bürgerschaftliches Engagement. In der Bildung haben wir in der zweiten, dritten Einwanderergeneration immer noch zu niedrige Schulabschlüsse. Da müssen wir mit dem Land reden, und vielleicht kann auch Herr Stehle was dazu sagen. Das heißt, unser Oberbürgermeister sagt, die Italiener sind in Baden-Württemberg schlechter im Schulsystem repräsentiert, zu viele Sonderschüler, zu wenig Studierende. Sind Italiener in Stuttgart dümmer als Italiener in Stockholm, die Italiener, die in Paris leben oder in Buenos Aires? Wahrscheinlich nicht. Also müssen wir in der Bildung was tun. Beschäftigung haben wir immer noch ein doppeltes Problem. Junge Menschen, die die Hauptschule verlassen, keine Lehrstelle finden. Aber auch zunehmend Hochqualifizierte mit ausländischem Abschluss. Also der berühmte Akademiker als Taxifahrer oder eine Zeitarbeitsfirma. Und da ist Gott sei Dank jetzt das Anerkennungsgesetz gekommen für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Also wir haben Hochqualifizierte, die wir aber nicht nutzen hier. Talente, die wir nicht wahrnehmen. Und beim bürgerschaftlichen Engagement, Migranten und ihre Vereine sind genauso Vereinsmeier wie alle anderen auch. Nur muss dieses Bürgerengagement mehr zusammenkommen. Und ich denke, dieses interkulturelle Festival, was Sie hier haben, Mixverstehen mit Kultur als Integrationsfaktor, ist ein gutes Beispiel, das sichtbar zu machen. In der Bürgergesellschaft leben Bürger mit und ohne Migrationshintergrund, wie das momentan heißt. Stuttgart, sagt der OB, in Stuttgart leben Stuttgarter, Punkt. Alle gehören dazu. Aber wie dieses Bürgerengagement, die einen engagieren sich im Sportverein, die anderen im religiösen Verein, im Moscheeverein, die dritten Kulturverein, im deutschen Kulturverein, in der Musikschule oder im Musikverein, die anderen im türkischen Kulturverein, das muss mehr zusammenkommen. Und wir haben eine noch geringe Beteiligung von Eingewanderten, die Wahlberechtigte sind, bei politischen Wahlen. Das heißt, man gehört dazu, in Stuttgart ist man Anhänger vom VfB Stuttgart, man ist Lokalpatriot, man lebt gerne in seinem Stadtteil, aber bei den letzten Gemeinderatswahlen haben 11% der Unionsbürger, die wahlberechtigt waren, ihre Stimme abgegeben. Und jetzt haben wir demnächst OB-Wahlen und ich hoffe, da wird es ein bisschen besser. Dankeschön. Herr Meyer-Braun, vielleicht die erste Frage an Sie. Was sind die größten Hindernisse für Integration oder für gelungene Integration? Ja, die Politik ist ja gefragt und die Frau Kosten hat es zum Beispiel auch schon gesagt, wir waren ja also ein halbes Jahrhundert lang eigentlich kein Einwanderungsland und haben nichts gemacht, keine Integrationspolitik. Dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass so viele Probleme ja da sind. In den letzten 10 Jahren hat sich das dann doch geändert, das ist vielleicht mehr erreicht worden als in den Jahren zuvor. Staatsangehörigkeitsrecht, Zuwanderungsgesetz, Integrationsgipfel, Islamkonferenz, was wir alles hatten. Das hätten wir natürlich schon Jahrzehnte vorher haben können und dann würde es jetzt auch anders aussehen. Ein Hindernis war wirklich diese Lebenslüge, wir sind kein Einwanderungsland. Das ist für mich immer noch der Kern. Und manche Diskussionen ist ja schon wieder manchmal wieder so ein leichter Rückfall zu beobachten. Also das darf nicht sein. Wir müssen hier einen klaren Kurs halten in Richtung Integrationspolitik. Das darf nicht wieder irgendwie in Frage gestellt werden. Und es muss auch aus einem Guss sein, die Politik, die Zuwanderungs- und Integrationspolitik. Es ist immer noch so ein bisschen ja, hinterherhecheln. Da gibt es eine Green Card, eine Blue Card, dann ja wieder was Neues. Es sollen die Spanier hergeholt werden. Also es sollte schon vorausschauend sein und auch sowas wie die berühmte Willkommenskultur, die immer beschwert wird, ja, die Leute willkommen zu heißen, daran mangelt es doch immer noch. Also da sind solche Hindernisse, die ich sehe neben anderen. Also der Vorwurf geht ja schon in Richtung Politik, Herr Stehle, und halten Politiker da oft nur Fensterreden, das ist das eine. Und das andere ist, was mir auffällt, Integrationspolitik kommt oft etwas planlos daher. Wer ist denn da schuld dran? Außer natürlich der schlechten oder unangebrachten Darstellung in den Medien.
Ja, also zunächst, Integration ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie betrifft alle Ebenen, die Kommunen, die Länder und den Bund. Und ich will ausdrücklich an das anknüpfen, was der Herr Dr. Meyer-Braun gesagt hat. Es ist viel zu lange zu heftig darüber gestritten worden, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und da haben nochmal ein Lob an die Kommunen, die Städte und Gemeinden viel früher erkannt als die Landes- und Bundespolitiker, dass, weil sie einfach näher an den Menschen dran waren und dran sind, dass konkrete Integrationsschritte unternommen werden müssen. Und dies ist auch in der Regel geschehen. Und um auf Ihre Frage direkt einzugehen, wir brauchen strukturelle, wir brauchen personelle und wir brauchen konzeptionelle Antworten auf das Thema Integration. Und auch dies gilt wiederum für alle Ebenen. Ich will es jetzt nochmal konkret an einer Stadt festmachen, wie etwa an Pforzheim. Ja, also wir brauchen in den Städten etwa Integrationsbeauftragte, wir brauchen etwa Integrationsbeiräte oder Migrationsbeiräte, wir brauchen Konzepte, Integrationskonzepte und wir brauchen vorausschauend natürlich auch Netzwerke, in denen die Akteure kooperieren. Dies halte ich für einen ganz zentralen Punkt. Und dies kann man, wie gesagt, weiterentwickeln auf die Ebene der Länder. Da halte ich das für zwingend. Auf der Ebene des Bundes, da gelten wiederum andere Maßstäbe. Da muss vor allem die Integrationsgesetzgebung vorangebracht werden. Da ist sicher auch noch vieles im Fluss. Da müssen wir mal abwarten, wie die politischen Konstellationen sich entwickeln. Ich denke mal, dass in dieser Legislaturperiode da nichts mehr passieren wird. Aber trotzdem, auch der Bundesgesetzgeber ist, wie gesagt, hier konkret gefordert, Schritte in die Wege zu leiten. Also summa summarum geht es, wie gesagt, darum, dass die verschiedenen Ebenen stärker miteinander kooperieren und dass innerhalb der Kommunen, der Länder und auch des Bundes die Beteiligten, die maßgeblichen Akteure stärker zusammenwirken im Interesse einer zielführenden Integration. Welche Aufgaben konkret anstehen, können wir noch. Ja. Frau Meyer-Dewan, teilen Sie da die Ansicht von Herrn Steele? Ich habe gesehen, Sie schreiben sehr flott mit und ja. Ich glaube, mir ist es wichtig zu unterscheiden, Integration, wir haben da zwei Ebenen. Wir haben einmal die Ebene politische Strukturen, Institutionen, Bildung, Politik. Und da bin ich einfach nicht die Expertin, weil das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist tatsächlich die Frage nach Interaktion. Also wenn Menschen zusammenkommen, was passiert da im Miteinander? Und da muss man sagen, das ist eine menschliche Grundeigenschaft, jede Situation einzuteilen in, ist das normal für mich? Oder unnormal, ist es das, was ich kenne, oder ist es fremd? Und ich glaube, was wichtig ist in diesem Miteinander, ist wirklich zu sehen, dass man es mit Menschen zu tun hat und mit Individuen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, meine Studierenden an der Hochschule, dann ist da Interkulturalität, da ist Diversität, aber man beschäftigt sich eigentlich nicht mit den Vorteilen dieser Vielfalt, was Sie ja gesagt haben, dass Diversität wirklich eine Chance ist. Und ich finde es eben sehr wichtig, auf wirklich die Interaktion zu gehen, was Menschen gemeinsam haben und was sie vielleicht auch voneinander lernen können. Und deswegen, Sie hatten gefragt, ist Integrationspolitik planlos? Da kann ich nur sagen, es geht um Menschen und Menschen interagieren und wer will das steuern, außer die Menschen, die es tun, selbst, ja? Indem sie sich fragen, was bringe ich hier mit? Was kommt mir fremd vor und warum und wie kann ich hier eine Brücke bauen, dass wir zur Gemeinsamkeit kommen? Sehr praktischer und direkter Ansatz. Da spielt natürlich auch die Sprache eine große Rolle. Das merken wir sicherlich hier in der Stadt, dass viele Migranten die deutsche Sprache schlecht beherrschen. Ist es so, dass wir, Frau Kostner, von Seiten des Staates, von Seiten der öffentlichen Einrichtungen da zu wenig tun, zu wenig Kurse anbieten, zu wenig Integration anbieten? Oder ist es so, dass ein zu mangelhaftes Interesse von Seiten der Migranten besteht? Ich denke, dass sehr lange zu wenig Kurse angeboten worden sind und das ist das Kernproblem. Deutschland macht seit ungefähr 7 Jahren
auf Bundesebene zumindest Integrationspolitik, und da möchte ich auch mal ein großes Lob aussprechen, ist ganz enorm, was in diesen 7 Jahren passiert ist. Das ist auch, ein Teil davon habe ich nicht in Deutschland verbracht. Ich bin 2003 nach Australien gegangen, 2009 zurückgekommen, wurde dort sehr häufig gefragt, was macht ihr eigentlich an diesen Integrationspunkten in Deutschland? Ich sage, das machen wir noch nicht. Als ich 2009 zurückkam, habe ich gemerkt, wir machen das inzwischen ja auch alles. Also in einer sehr kurzen Zeit ist sehr viel passiert. Und inzwischen finde ich die Bandbreite und auch die Zahl der Sprachkurse eigentlich sehr gut ausgereift. Aber das Problem ist natürlich, wer in den 50er und 60er Jahren nach Deutschland kam und dort diese Sprachkurse nicht vorgefunden hat, sein Arbeitsleben hier verbracht hat, inzwischen dann eigentlich auch schon im Rentenalter ist oder einfach gemerkt hat, mit den Deutschkenntnissen, die er auf der Straße erworben hat, kommt er eigentlich ganz gut durch, wird nicht mehr wahnsinnig motiviert sein, jetzt noch Sprachkurse zu machen. Das heißt, es geht natürlich hier dann auch immer mehr um die zweite und dritte Generation, die teilweise mit nicht so guten Deutschkenntnissen die Schule kommt, und das führt dann wieder zu den entsprechenden Bildungsbenachteiligungen. Da wir nach wie vor nach der 4. Klasse eine Aufteilung in 3 verschiedene Schulformen haben, wenn auch glücklicherweise aus meiner Sicht jetzt die Grundschulempfehlung, die verbindend war, weggefallen ist. Also auch hier nochmal ein Lob an die Politik, wenn man die Möglichkeit hat, das auszusprechen. Deshalb denke ich, auch was Sprache betrifft, geht es sehr stark darum, Mehrsprachigkeit auch wertzuschätzen, Mehrsprachigkeit auch mehr in den Schulen einzubringen, zu zeigen, dass Mehrsprachigkeit was Normales ist, was übrigens auch in Deutschland, bevor Deutschland wirklich zum Nationalstaat wurde, es gab hier gelebte Mehrsprachigkeit, wie auch in vielen anderen europäischen Ländern bis in die 20, 30er Jahre hinein war es in Südosteuropa normal, dass man 2, 3, 4 Sprachen gesprochen hat in verschiedenen Kontexten. Ist also insofern nichts Neues, dass wir vielleicht zu dem, was mal historisch Normalität war, wieder zurückkehren. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Herr Pavkovic, bei Ihrer sehr praktischen Arbeit als Integrationsbeauftragter in Stuttgart, was begegnen Ihnen da als Haupthemmnisse einer erfolgreichen Integration? Ist es die Sprache? Ist es Isolation? Was ist es? Es gibt verschiedene Bevölkerungsgruppen. Wir haben die Gastarbeiter der ersten Stunde, die jetzt in die Rente gehen. Da hat niemand gesagt, du musst Deutsch lernen. Also zum Putzen und auf dem Fließband muss man ein Arbeitsdeutsch wissen. Da wollten die Arbeitgeber gar nicht, dass die Leute Deutsch lernen, weil da organisieren sie sich gewerkschaftlich, wollen Tariflohn haben und so weiter. Also es wurde 40 Jahre gesagt, die gehen zurück. Und die Leute haben es selber geglaubt. Meine Eltern haben auf gepackten Koffern hier gearbeitet, bis zur Rente. Also immer dieses, ich muss nur so viel Deutsch lernen für ein paar Jahre. Was wir natürlich jetzt sehen, man muss die Sprache lernen von dem Land, in dem man lebt. Und das ist, und man muss natürlich auch die Familiensprache pflegen. Ich kenne wenige in Stuttgart, die nicht Schwäbisch schwätzen können. Aber man wohnt in verschiedenen Stadtgebieten. Und wenn Sie in bestimmten Stadtgebieten wohnen und dann nach der 4. Klasse in die Hauptschule kommen, der Migrantenanteil in Stuttgarter Hauptschulen beträgt 80%. Jetzt heißen sie Werkrealschulen. Das heißt, man hat keinen Mitschüler aus der Bildungsfamilie, wo man zu dem hingehen kann und Hausaufgaben machen kann. Das heißt, natürlich haben meine Eltern Alltagsdeutsch gekonnt, aber sie konnten mir nicht beim Lernen helfen. Und die Politik hat gesagt, die müssten jetzt alle im Kindergarten Deutsch lernen. Wir haben viele Sprachförderprogramme auch in Baden-Württemberg. Die Wissenschaft sagt bei manchen, ob die kommen oder da sind oder nicht da sind, gibt es eigentlich keinen Unterschied. Die PISA-Ergebnisse haben festgestellt, wo es mangelt, ist das Erlernen der Bildungssprache, also der schriftlichen Sprache, Textverständnis. Das heißt, viele Kinder, die dann in die Hauptschule kommen, verstehen Texte nicht. Textaufgaben, Mathematik oder Physik. Und deswegen sagen wir, das ist wieder eine sehr stark kommunale und Landesaufgabe, Ganztagesschulen müssen her, ganztägiges Lernen. Und die Freude an der Sprache zu entwickeln, brauche ich Vorbilder. Ich habe bis zur Oberstufe immer 4- gehabt in Deutsch. Und dann habe ich einen Freund gehabt, der mich beeindruckt hat. Der hat mir ein Buch von Hermann Hesse in die Hand gedrückt. Lies das mal. Und dann habe ich die Liebe zu der deutschen Sprache entdeckt. Vorher war es wie ein Werkzeug, was ich schlecht beherrsche. Und plötzlich war es ein Musikinstrument. Ich war dann der Beste im Abiturjahrgang in Deutsch. Wollte auch Germanistik studieren. Meine Eltern haben gesagt, das ist nichts Gescheites. Dann ist es was anderes geworden. Aber wo wir auch arbeiten, es braucht Vorbilder.
Die Klassenzimmer sind multikulturell auch in Pforzheim, Kinder aus 30 Nationen, auch eine Sprachenvielfalt. Aber wo sind die Vorbilder im Lehrerzimmer? Wo sind die Vorbilder in der Nachbarschaft, die den Kindern diese Hinführung zur Sprache bringen? Deswegen sagen wir, hier brauchen wir dieses interkulturelle Miteinander. Ältere, erfahrene, zum Beispiel freiwillige Lernpaten, bringen Kindern als Vorlesepaten im Kindergarten, als Lernbegleiter in der Schule, als Übergangsbegleiter in dem Beruf, hier als Vorbild diese Elternfunktion bei. Eltern können das nicht alles leisten. Die Eltern sagen, wollen das Beste für unser Kind. Unser Kind hat nur die neuesten Spielzeuge, hat einen Fernseher im Kinderzimmer. Das reicht nicht. Also braucht es auch hier Elternbildung, da sind wir mit dem Land eng zusammen. Eltern, es reicht nicht nur Deutsch zu lernen, sondern auch die Bildungsangebote nutzen für ihre Kinder. Also da ist sehr viel zu tun im Bereich Bildung. Herr Stehle, eine Frage ganz kurz dazu. Wie passt dann die Absicht der Landesregierung dazu, die Lehrerstellen massiv zu kürzen? Anderes Ministerium. Könnte er jetzt sagen, anderes Ministerium, also aber zunächst, das macht er nicht. Ja gut, zunächst geht es um eine Absicht des muss im Parlament noch diskutiert werden und wo gestrichen wird, ist eine andere Frage. Also ich denke mal, dass in diesem Bereichssegment, in dem wir uns heute Abend bewegen, eher keine oder nur geringe Kürzungen erfolgen, aber ich bin kein Prophet. Mir ist aber der Hinweis wichtig, anknüpfen an das, was Sie gesagt haben, wir haben in der Tat Fortschritte erzielt bei der Sprachförderung. Nur es gibt natürlich immer noch den, ich sag mal, verhängnisvollen Kreislauf, sprachlos, bildungslos, beschäftigungslos in vielen Fällen. Und deswegen müssen wir weiterhin unser besonderes Augenmerk auf die Sprachförderung, auf die Sprachvermittlung legen. Und da wird die Landesregierung, wird das Land 11 Millionen zusätzlich bereitstellen für die frühkindliche Sprachförderung. Das Stichwort Ganztagesschulen ist schon genannt worden. Ich könnte weitere Beispiele nennen. Es geht uns darum, wenn ich vom verhängnisvollen Kreislauf sprachlos, bildungslos, Beschäftigungs rede, wir müssen natürlich auch endlich dahin kommen, dass weniger Migranten als bisher zu den Bildungsverlierern gehören. Ja, und das geht nur dann, wenn die deutsche Sprache vermittelt wird, wenn gute Sprachkenntnisse vorhanden sind. Wir haben übrigens inzwischen auch doppelt so viel Arbeitslose unter den Migranten wie unter den Einheimischen. Und das ist auch eine Entwicklung, die äußerst bedenklich ist, wenn man weiß, dass Deutschland immer mehr auf qualifizierte ausländische Fachkräfte angewiesen sein wird. Qualifizierte ausländische Fachkräfte werden immer mehr zu einem Standortfaktor. Ja, ich nenne zwei Beispiele. Wir haben deutlich anwachsende Lücken bei den Ingenieuren und Facharbeitern. Wir haben deutlich anwachsende Lücken beim Pflegepersonal infolge des demografischen Wandels. Und deswegen können wir uns es nicht länger leisten, dass wir die Potenziale der Migranten vergeuden, wie es bisher der Fall ist. Also wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, damit wir hier vorankommen. Und nochmal, das beginnt zuallererst bei der Vermittlung der Sprache und da bei der frühen Förderung. Ja, im vorschulischen Bereich müssen wir schon anfangen, um die Schulreife zu verbessern, um Bildungsstandards zu erhöhen und dann entsprechend die Beschäftigungschancen zu verbessern. Darauf kommt es an und darauf sind wir angewiesen in unserer Gesellschaft, mehr denn je. Frau Mahadevan, Sie haben damit tagtäglich als Professorin zu tun. Ja, ich habe natürlich gehört, Ingenieurin, Fakultät für Technik, und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal was sagen zu den Ingenieurinnen. Ich finde es ja ganz interessant, dass man immer implizit davon ausgeht, der oder die Migrantin oder diese Menschen mit Migrationshintergrund, die sind automatisch bildungsfern. Ist ja gar nicht so, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Menschen mit Migrationshintergrund und von Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Und ich frage mich zum Beispiel als Frau in einer technischen Fakultät, was beeinträchtigt denn Personen mehr? Ja, weil man weiß auch, weniger Frauen ergreifen technische Berufe, speziell in Deutschland. Das ist in anderen Ländern, zum Beispiel in der Türkei, ganz anders. Also ich sehe zum Beispiel, dass Studentinnen mit sogenanntem Migrationshintergrund oft sehr viel öfter technische Berufe wählen als Studentinnen ohne Migrationshintergrund. Und das wäre für mich ein Beispiel dafür, dass Diversität auch wirklich eine Chance sein kann, weil das ist eine letztendlich kulturell geprägte Vorstellung, dass Technik nichts für Frauen ist. Ja, wenn ich das von meinen Eltern nicht mitbekomme,
ist es vielleicht sogar eine Stärke, ja, weil ich dann nicht in dieselben kulturellen Fallen laufe. Ja, und das wäre meine Antwort, vielleicht ist es auch gar nicht nur beeinträchtigend. Ne? Ich habe nicht Ingenieurwesen studiert, muss ich dazu sagen. Okay. Herr Meyer-Braun, Sie sprachen vorher die Schwächen und ja, auch Stärken und Forderungen an die Politik an. Welche steht ganz oben, welche Forderung? Ja, nun zunächst mal, dass die Sprache Deutschkenntnisse der Schlüssel zur Integration ist. Ich meine, das wissen wir nur auch schon seit, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich seit dem ersten Memorandum von Heinz Kühn, das war also schon vor 25 Jahren und das ist auch richtig, aber die Integration, und muss man, und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, muss man sehen, ist mehr als Sprache. Es gibt die politische, die kulturelle, die soziale Integration und auf verschiedenen Ebenen und die muss man zusammen sehen und auch, dass Integration natürlich keine Einbahnstraße ist, sondern auch die Aufnahmegesellschaft sich auch integrieren muss sozusagen, ja, uns öffnen müssen. Also das ist mir wichtig und auch die Erkenntnis natürlich, dass wir nachholende Integrationspolitik jetzt machen müssen, nachholend auf beiden Seiten. Und da hinken wir noch schwer hinterher und reden dann immer viel von Modellmaßnahmen, von Leuchttürmen wie Stuttgart oder andere. Aber von den Modellmaßnahmen müssten wir natürlich schon mal ein bisschen in die Fläche gehen. Ja? Und das also nicht nur immer dann die schönen Sachen hervorheben, aber was passiert überall? Und dann sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Und Politiker denken halt immer, glaube ich, immer noch sehr stark in den Legislaturperioden bis zur nächsten Wahl. Aber hier brauchen wir wirklich ein ganz langfristiges Konzept und eine Übereinstimmung mit allen Parteien, dass wir hier mehr tun müssen. Denn es geht um Zusammenhalt der Gesellschaft. Schicksalsfrage für Deutschland, wird ja immer wieder gesagt. Was wäre denn Normalität, Frau Dr. Kostner? Haben Sie die kennengelernt bei Ihrer Arbeit in Australien? Hat sich das unterschieden? Sehr von Deutschland, von der Integrationspolitik hier wie dort. Was haben Sie dort als Normalität kennengelernt? Begegnet man dort Migranten auch mit einem gewissen Argwohn, mit Ablehnung? Nimmt man sie auf mit offenen Armen? Die Ablehnung von Migranten gibt es dort durchaus auch, weil dort leben natürlich auch Menschen und Menschen leben, wie Frau Mahadevan auch sagte schon, Fremdes immer auch gerne erstmal ab. Was es in Australien für die meisten Migranten leichter gemacht hat, war, dass es eigentlich eine dauerhafte Migration gibt. Das heißt, es kommen immer wieder neue Gruppen rein, die dann als Zielgruppe des Argwohns, des Fremdens erstmal fokussiert werden. Und dann nach ein paar Jahren werden sie als normal, als dazugehörig betrachtet und eine neue Gruppe kommt hinein, die dann wieder diese Fremdheits- und auch Exklusionserfahrung machen muss. Dadurch haben es eigentlich die einzelnen Migrantenwellen immer leichter gehabt. Australien macht keine Integrationspolitik. Also in Australien kann man auch das Wort Integration so gar nicht verwenden, weil das auf eine historische Phase von 1965 bis 1973 sich bezieht, als man die Assimilation aufgegeben hat. Bis dahin ging man davon aus, dass Migranten, dadurch, dass sie Englisch lernen, im Laufe der Zeit zu Australiern werden, nicht unterscheidbar sind von Australiern. Man hat nach 20 Jahren gemerkt, dieser Prozess ist unrealistisch und hat dann versucht, den Menschen auch über Sprachkurse und so weiter Hilfen an die Hand zu geben, sich zu integrieren und hat dann parallel zu Kanada ungefähr eine Kehrtwende vollzogen und sich als multikulturelles Land deklariert. Man hat also anerkannt, dass Migranten ihre Sprache, ihre Kultur haben, dass sie die nicht ablegen werden und dass sie die auch beibehalten sollen. Und inzwischen ist es auch so, dass man gerade diese kulturelle Diversität besonders aufgrund von ökonomischen Vorteilen schätzt. Also man holt Migranten ins Land, überwiegend hochqualifizierte Migranten, und schätzt deren kulturell oder auch sprachlich abweichendes Wissen von dem, was in Australien vorhanden ist, als großen Wettbewerbsvorteil. Insgesamt würde ich sagen, weil Australien jetzt seit guten 40 Jahren Multikulturalismuspolitik macht, auf Bundesebene ist auch dort viel zentraler gesteuert, weil es ein Einwanderungsministerium gibt, ist es in der Tat auch für die Bevölkerung mehr zur Normalität geworden, auch mehr zur Normalität geworden, weil ca. 100.000 Personen netto zuwandern im Jahr. Das ist also innerhalb der letzten 10 Jahre waren das 3 Millionen Personen von ca. 19 auf 22 Millionen, also relativ große Zahlen, die tatsächlich dann auch ins Land kommen. Und dann noch als letzten Punkt dazu,
In Australien ist auch die australischstämmige Bevölkerung mehr im Fokus der Politik, einfach weil man schon weiter ist. In Deutschland ist man sehr stark noch damit beschäftigt, strukturelle Defizite aufzuarbeiten durch die nachholende Integrationspolitik. In Australien geht es deutlich mehr darum, in der Tat eine interkulturelle Gesellschaft dann zu formen, eine interkulturelle Gesellschaft, in der sozialer Zusammenhalt und Teilhabe eine sehr große Rolle spielen und eine interkulturelle Gesellschaft, wo alle dann auch ein Teil davon sind und dass auch das bunte Gemisch an verschiedenen kulturellen Elementen auch zu ihrer nationalen Identität machen. Also in Deutschland habe ich immer noch das Gefühl, dass das Aufgeben des eigenen, man denke an Leitkulturdebatte, Grundwertekonsensdebatte, immer noch als Bedrohung dann empfunden wird. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Schritt, den wir im Laufe der Zeit noch gehen sollten. Sind wir zu wenig interkulturelle Gesellschaft, Herr Stehle? Punktuell ja. Punktuell ja. Ich will zwei Aspekte nennen, die unseres Erachtens sehr wichtig sind, wenn wir über das Thema grundsätzlich diskutieren. Ich denke, wir müssen viel mehr als bisher den Zuwanderern von Anfang an vermitteln, ich habe vorher schon darauf hingewiesen, dass sie bei uns willkommen sind. Das heißt, wünschenswert ist etwa eine intensive Begleitung und Beratung durch Lotsen oder Anlaufstellen, die mobil sind. Ich erinnere auch an das Projekt Stadtteilbotschafter. Ich weiß nicht, ob das hier noch praktiziert wird. In Pforzheim ist eine ganz gute Sache, ich sage mal zur Nachahmung empfohlen. So etwas bräuchten wir in der Fläche. Ein weiterer Aspekt ist der, dass wir Kinder schon im Vorschulalter für andere Kulturen neugierig machen müssen. Also ich frage mich, weshalb besuchen zum Beispiel die Erzieherinnen und Erzieher mit den Kindern nicht Gotteshäuser, ja, der verschiedenen Religionen, etwa hier in Pforzheim die Moscheen. Soll jetzt eine Anregung sein, vielleicht geschieht es auch. Ich denke aber, sowas ist wichtig. Ja, oder sich mit den verschiedenen Fest- und Kulturereignissen zu befassen, also Brücken zu bauen, Brücken zu schlagen. Und gerade junge Menschen, denke ich, müssen dieses tun, um später, wie vorher ausgeführt, eben weniger empfänglich zu werden für Parolen der Ausgrenzung und so weiter. Also das scheint mir ein ganz wichtiger Gesichtspunkt zu sein. Und das greift an das an, was Sie sagten. Es geht natürlich, wenn wir über Integration reden, nicht nur um Sprache. Gar keine Frage, es geht auch um die kulturelle Identität des jeweils anderen und die muss ich anerkennen und das muss ich eben lernen, da brauche ich ein Bewusstsein dafür. Und nochmals, ich muss damit beginnen im vorschulischen Alter. Das ist ganz entscheidend, das ist prägend für das spätere Leben. Herr Pavkovic, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der interreligiöse Dialog? Der interreligiöse Dialog ist für religiös orientierte Menschen wichtig. Wir als Stadtverwaltung in Stuttgart schaffen Anlässe, Räume dafür, für den interreligiösen Dialog, aber sagen, die höchsten Dinge sind Sache der Glaubensgemeinschaften. Wir arbeiten mit den Glaubensgemeinschaften in der konkreten Integrationsarbeit. Wir sagen den Moscheevereinen, Leute, engagiert euch, damit eure Mädchen gute Schulabschlüsse bekommen, engagiert euch im Bildungsbereich, in anderen Bereichen und das funktioniert ganz gut. Problem ist für mich eher, wir haben erfolgreiche Menschen in Pforzheim, in Stuttgart. Wir haben jetzt hier was von Diversität gehört. Gemeint ist, dass man Vielfalt und Verschiedenheit kulturell systematisch nutzt. Ungleich sind wir besser. Der VfB Stuttgart hat kein Diversitätskonzept. Er sagt, wir stellen nur die besten Leute ein, als Torwart, als Verteidiger, als Stürmer. Zufällig sind sie international. Stuttgarter Oper, Ballett, also kulturelle Champions League, zufällig international zusammengesetzt. Max-Planck-Institut, Nanotechnologie in Stuttgart, also die innovativen Technologien Baden-Württemberg. Wenn Sie auf die Webseite gehen, Forscher, Professoren aus Aserbaidschan, Usbekistan, Griechenland und der ganzen Welt. Wenn wir die Besten holen wollen, dann sind wir international, dann sind wir divers. Interessanterweise nicht in der Politik. Der Gemeinderat ist urdeutsch, weitgehend. Interessanterweise nicht in den Medien, die Redaktionsstuben, die Meinungsmacher sind es nicht. Und im öffentlichen Dienst, in öffentlichen Verwaltungen. Wie viele Amtsleiter haben Sie mit Einwanderungsgeschichte? Wie viele Lehrkräfte, Schulleiter
Ministerialdirigenten und so weiter. Also hier ist noch was zu tun. Wir haben da hier nicht Normalität, weil bei bestimmten Positionen, der passt nicht so zu uns. Und hier brauchen wir mehr, sage ich mal, australisches oder nordamerikanisches Selbstverständnis. Kompetenz heißt auch in der modernen Einwanderungsgesellschaft, dass man mit kulturellen Unterschieden umgehen kann, auch im öffentlichen Dienst. Wir brauchen auch die Leute in Medien und der Politik. Ist das der Fall beim SWR? Ist das der Fall beim SWR? Natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Also wir bemühen uns, ja, seit 20, 35 Jahren. Wir machen also auch Tagungen, Diskussionen und Ausbildung und haben also bis zu ein Drittel aller Praktikanten, Hospitanten, Volontärinnen mit Migrationshintergrund in Jahrgängen. Also wir tun da schon einiges und haben Sendungen und Internet und alles Mögliche. Aber wir sind natürlich auch noch weit davon entfernt, dass es so Normalität ist, wie Kollege Pavkovic gerade schon sagte, wie auch in der Stadtverwaltung auch noch nicht. In den Medien, es gibt ja immer mehr mit Migrationshintergrund auf der Mattscheibe, sehen Sie auch bei Tagesthemen, ne, den mit italienischem Ursprung. Also es tut sich was, aber wir hinken da auch hinterher, das ist ja gar keine Frage, dass sich das da auch widerspiegelt. Ein Halbsatz noch zu Australien als Vorbild, ich habe es auch gesehen und ist es natürlich in vielen Vorbild, aber auf der anderen Seite die gleichen Probleme wie bei uns mit Arbeitslosigkeit und mit ausländerfeindlichen Gruppen, ne, und Abschreckungspolitik, dass man die im Boot da versuchen, nach Australien zu kommen, Flüchtlinge auf einer verlassenen Insel unterbringt zur Abschreckung. Das kann ja auch keine Politik sein. Ja. Also ich glaube, wir müssen da unseren eigenen Weg finden, auch in Deutschland, und sind auf einem guten Weg. Können nicht sagen, Kanada, Australien oder jemand ist da unser Vorbild. International, das ist ja auch schon angeklungen, stehen wir gar nicht so schlecht da. Es wird sehr viel schlecht geredet in Deutschland, auch die Integrationspolitik, so ist es nicht. Trotz der großen Probleme, die da sind, können wir uns international sehen lassen. Das zeigen ja auch verschiedene Studien. Und wir können sicher von vielen Ländern lernen, müssen aber den eigenen Weg finden. Und wie gesagt, den gehen wir auch. Dankeschön. Frau Mahadeva? Ich habe letzte Woche einen ganz spannenden Artikel im Spiegel gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch gelesen haben. Da ging es über Migrantinnen in Deutschland. Und da hat eine junge Frau, die hat gerade Abitur gemacht mit albanischem Namen, so ein bisschen geschildert, wie sie das findet, mit diesem albanischen Namen in Deutschland zu leben. Und dann wird sie von der Kassiererin zum Beispiel, wenn sie ihre EC-Karte gibt, wird sie dann angesprochen. Dann sagt die, ja, sie können aber gut Deutsch. Und sie möchte am besten, also eigentlich nur sagen, ja, sie können aber auch gut laufen. Ja? Also das ist doch ganz normal, ich lebe hier in Deutschland, ich spreche die Sprache. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir vielleicht auch, also wir, meine ich jetzt alle wahrscheinlich hier im Raum, reflektieren müssen, was wir meinen, wenn wir sagen, jemand ist deutsch. Ja? Meinen wir da die Staatsbürgerschaft? Oder meinen wir die Herkunft, meinen wir die Abstammung, ja? Meinen wir das Datum, wenn die Person hierher gekommen ist, meinen wir da auch Ethnizität, ja? Also Deutsch sein, sehe ich das am Namen, sehe ich das am Aussehen oder sehe ich das daran, dass eine Person sagt, hier lebe ich, das ist meine Staatsbürgerschaft, hier arbeite ich und hier zahle ich Steuern. Ja? Und das ist, glaube ich, sowas, was man sich sehr bewusst machen muss, was man eigentlich damit meint, wenn man sagt, Deutsch, Deutsch-Türkisch, Deutsch-Russisch, ja, weil man vermischt eigentlich zwei Dinge. Man vermischt den kulturellen Rucksack, die Staatsbürgerschaft, jetzt habe ich drei Dinge, den kulturellen Rucksack, die Staatsbürgerschaft und die Ethnizität. Ja, und eigentlich sind es drei verschiedene Dinge. So, nach dieser Runde hier auf dem Podium würde ich ganz gerne noch eine Schlussrunde machen mit der Fragestellung, und die bitte kurz beantworten auf dem Podium, mit der Frage, wie sieht eine gelungene interkulturelle Gesellschaft für Sie aus? Herr Braun, machen Sie den Anfang. Herr Meyer-Braun. Ja, was schon angeklungen ist, Einwanderung als trotz aller Probleme als Normalität angesehen wird und nicht nur mal als Problem. Das ist mal ganz wichtig, dass man das doch sehen sollte, dass es Generationen braucht, bis die vielbeschworene Integration
gelungen ist. Das kann man auch von der deutschen Auswanderung nach Amerika oder anderswo feststellen. Die haben sie auch nicht von heute auf morgen integriert. Im Gegenteil, also New York war die drittgrößte deutschsprachige Stadt der Welt. Berlin, Wien und dann New York, weil so viele Deutsche da lebten, die von der Wiege bis zur Bahre nur Deutsch gesprochen haben. Ja, und es gab mehr deutschsprachige Zeitungen in New York als in Berlin. Also da kann man sich spiegelbildlich einiges nochmal davon ablesen. Und ich glaube auch, Integration ist ja angeklungen nochmal, wir sollten von dem Begriff vielleicht auch wegkommen und es als Sozialpolitik begreifen. Ja, das ist also keine gesonderte Politik, sondern eine sozialpolitische Geschichte, die wir da sehen müssen, in die Zukunft schauen, dass wir auf Einwanderung angewiesen sind, ist klipp und klar, das kann man jeden Tag irgendwo nachlesen in irgendwelchen Stellungnahmen und Studien. Haben wir gerade so weiter. Wie sieht eine gelungene interkulturelle Gesellschaft aus? Ich glaube, die würde man daran erkennen, dass wir miteinander sprechen und nicht übereinander. Dass man in allen Bereichen dieser Gesellschaft, auch den Institutionen, auch der Hochschule, der Politik, alle Facetten dieser Gesellschaft sieht. Weil man sieht, sozusagen, je höher man kommt im Status, desto sozusagen, gleicher sind die handelnden Personen. Ich glaube, eine gelungene interkulturelle Gesellschaft würde Diversität, also Unterschiedlichkeit, nicht als Bedrohung empfinden. Ja, die wäre also in der Lage, das ist was, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns, die Unsicherheit im Umgang miteinander auszuhalten, weil Unterschiedlichkeit auch immer heißt, ich kann mir nicht mehr sicher sein. Mache ich es richtig? Interpretiere ich den anderen richtig? Und das kann schnell dazu führen, dass man es nicht mehr versucht, weil keiner ist gerne in einer unsicheren Situation. Also ich glaube, das müsste vorhanden sein, dass man einfach diese Unsicherheit aushalten kann und sich fragt, was sind eigentlich, also sagen, wer bin eigentlich ich, wer ist der andere und wie können wir miteinander umgehen? Ja, also deswegen würde ich sagen, miteinander sprechen, vertreten sein in allen Lebensbereichen und diese Unsicherheit überwinden und zu neuen Dingen finden und dadurch die Gesellschaft weiterentwickeln. Dankeschön. Stehle. Also mir würde besser die Frage gefallen, wie soll sie aussehen? Wo müssen wir hinkommen? Und da fällt mir ein kluger Satz ein, den der Altbundespräsident Horst Köhler gesprochen hat. Fragen wir nicht nach der Herkunft, sondern nach unserer gemeinsamen Zukunft. Und daran sollten wir uns alle orientieren. Dies sollte für uns Auftrag und Verpflichtung sein. Und vor allem Auftrag und Verpflichtung für alle politisch Handelnden. Ja, da kann ich mich in vielen Punkten an meine Vorredner anschließen. Ich denke auch, dass es einfach verschiedene Kulturen, die zusammenkommen, verschiedene Lebensweisen, die sich vereinigen, zur Normalität werden sollen, dass wir auch kein Kulturranking mehr durchführen. Die eine Kultur steht über der anderen. Es gibt eine Kultur, die dominant sein soll oder leitend sein soll, sondern dass wir das gleichberechtigte Nebeneinander der Kulturen viel stärker, beziehungsweise auch die Vermischung der Kulturen viel stärker in den Mittelpunkt rücken. Und was ich auch vorher schon mal betont hatte, dass sich auch die deutschstämmige Bevölkerung noch stärker für diese Prozesse öffnet. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die ist hier sehr offen für so etwas, lebt das auch schon seit langem vor, hat einen sehr großen Vorbildcharakter. Aber es gibt auch noch einen nicht allzu kleinen Bevölkerungsteil, der das zumindest latent als Bedrohung für das eigene erlebt, für die eigene Identität erlebt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir über diesen Punkt hinwegkommen. Wir haben schon zum großen Teil eine funktionierende interkulturelle Gesellschaft in Baden-Württemberg und auch hier in Pforzheim. Also vergessen Sie das nicht. Es ist draußen nicht der Dschungel und nicht der Bürgerkrieg. Das Zusammenleben funktioniert, es gibt aber Probleme. Jetzt, wenn ich Sie fragen würde, nennen Sie meine interkulturelle Gesellschaft, wo es keine Probleme gibt. Die gibt es nicht. Was natürlich gut wäre, wenn Frau Gondek wenn es so ein Problem gibt, es gibt viele Jesiden hier, die sind beruflich integriert, Möglichkeiten flexibel, schnell bekommt, mit Hilfe des Ministeriums und des Gemeinderates, und sagt, wir haben geschulte Leute aus der Community, die sprechen die Sprache, die sprechen gut Deutsch, die kann ich einsetzen, die kann ich auch
auf Honorarbasis einsetzen. Eine interkulturelle Gesellschaft arbeitet mit den Netzwerken. Sie haben nicht nur Jesiden als Problemgruppe hier, Sie haben auch sehr fitte Leute. Und da müssen Sie flexibel sein. In einer interkulturellen Gesellschaft holt man sich da, wo die Probleme sind, auch die Lösungen. Ob das Jesiden, Roma oder andere sind, mit den Leuten zusammen die Probleme lösen. Und dazu braucht es auch ein bisschen Flexibilität, Geld und Unterstützung für die Integrationsbeauftragte. Jetzt stelle ich mich hin, ja. Ich möchte Ihnen hier auf dem Podium herzlich danken für die sehr kunst. Ton noch ein bisschen, nur noch ein paar Sekunden. Und auch gesitzte und ich glaube auch qualitativ hochwertige Diskussion. Es hat mir gezeigt, dass das Thema Integration, interkulturelle Gesellschaft ein sehr, sehr wesentliches ist für unser Land und auch ganz besonders für ist nicht mehr, ne? Für Pforzheim. Wünsche Ihnen, dass es Ihnen ebenso gegangen ist, dass Sie die Veranstaltung auch als so positiv wahrgenommen haben. Bleiben Sie uns gewogene und kritische Leser, die brauchen wir. Und ich wünsche Ihnen einen guten und sicheren Nachhauseweg. Dankeschön.